Halli, hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Extra Soccer State of Decay. Ja, jetzt in Farbe und auch in Rot. Wir haben ja gerade mal ein paar Zombies erledigt, on the old fashioned way mit dem Auto. Das nennt man automatisiertes Killverfahren. Und dann werden wir mal hier vorne, und zwar genau hier, anhalten und aussteigen. So, hier sollte theoretischerweise so ein Dünger drin sein. Da wollen wir mal reinschauen, ob wir hier auch Dünger finden. Und da haben wir, da ist zumindest Ruhe schon mal drin. Gucken wir mal hier rein. Und wir finden... Ja. Oh, ich habe zwei tolle Sachen gefunden. Sehr schön. Was haben wir noch drin? Wattestäbchen. Alter Falter. Was wir hier alles finden, ne? Hallali, hallalo. Und schon kommen Zombies hier rein und ich bin nicht mehr froh. Und ich sehe jetzt echt nicht viel. Das ist jetzt ein Kampf ins Ungewisse. Okay, so, Kamera beim Kampf ein bisschen gedreht. Ja. So, dann nehmen wir nochmal hier ran. Das war jetzt richtig gerade, richtig besorgungstechnisch was los. Huh? So, was haben wir da? Medikamente, nehmen wir mit. Danke sehr. Und dann ist dieser Raum auch schon alle. So, ein Schlag und da liegt die Dame. Einmal hier bitte einsteigen, ganze mal bitte drehen und schon sind wir wieder auf dem Weg zur Heimat. Genau, wir nehmen immer hier mal einen Zombie mit, kann nie verkehrt sein. Und jetzt haben wir da eine Menge Lupen, das heißt, wir werden das alle da wohl hinpacken müssen. Ja, wir sind zu Hause. Und dann wollen wir das hier mal parken, in der Hoffnung, dass das natürlich dann auch mal hier repariert wird, alles. Es wird bestimmt ganz schön teuer sein, die Repariererei, aber ja. So. Auto ist geparkt, Auto steht da. So. Einmal hier ran. Okay. Einmal da ran. Okay, das wird hier unser Garten. Und da vorne haben wir gleich das nächste Objekt der Begierde. Und zwar... Na? Genau. Einmal wieder abgestreicht von der Wunschliste. Alles wunderbar. Dann laufen die Bauprojekte auch alle. Zumindest geht das dann alles schneller als bei uns im BR hier. Der Flughafen wird auch 2018 mit Garantie nicht fertig sein. Da könnt ihr schon fast drauf wetten. So, Schalldämpfer weg. Das ist weg. 75, 75. Ja, wen wollen wir behalten? Die Axt behalten wir mal. Den Kuhfuß. Das sind 4 Kilo. Das sind 1,5 Kilo. Dann 2 sowieso Kilo. Ich mach mal den mal weg. Dann ist der Typ nämlich leichter. Leichter ist schon mal sehr gut. Und dann wollen wir mal reinschauen, was das hier alles sagt. So, Baumaterialien sollten wir mal schauen, dass wir noch welche finden. Dann sind die Bauprozesse, wie man sehen, nach schön alle mit den grünen Balken versehen. Das heißt, da wird schon was klappen. Und dann sollte ich mal schauen. Essen haben wir, Medics haben wir, Munition ist noch, auf jeden Fall Baustoffe. Benzin wäre nicht verkehrt. Okay, was sagt die Karte? Da hinten ist ein Fremder in Schwierigkeiten. Der ist jetzt nicht so wichtig. Erhöhte Perspektive. Ja. Irgendwas ist gerade passiert. Was ist da passiert? Plünderer. Gehen den Hinweisen auf Überlebende nach. Okay. Da haben wir nochmal ein zweimal Infektion. Da läuft eh eine Patrouille Gassi. Eigentlich alles ganz niedlich, wie ihr habt. Das heißt also, wir werden mal... Ja, hier diesen Baumarkt hier und da ist auch noch so ein Lagerhaus und da sind auch noch Möglichkeiten.
Die werden wir mal so in Betracht ziehen. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal einen Aussichtspunkt. Ja, ist nicht verkehrt. Wir schauen mal, ob wir jetzt jemanden mitnehmen können. Ja, die weigert sich. Warum? Oh, schön mit Schlafbereich hier. Sieht toll aus. Weigert sich auch. Mit wem redet die? Mit der Wand. Oh, da haben wir doch jemand. Ed Jones. Müde oder verletzt? Toll. Aha, hier ist der. Weigert sich auch. Was soll das? Warum weigern die sich alle? Warum wollen die alle nicht? Bin so ein netter Kerl hier. Also. Da ist nichts. Da wäre noch vielleicht Maya Müller. Maya Müller will auch nicht. Schade. Da ist noch jemand. Ach nee, das ist dieses komische Lebensmittel gegen Munition tauschen oder so, ne? Ich gebe dir Begleitschutz. Schlechte Idee. Das kostet dich Einfluss. Später vielleicht. Der Handel findet vielleicht ohne dich statt. Der kostet mir aber Munition. Essen habe ich. Dann sage ich mal schlechte Idee und tschüss mit dir. Ja, hau ab. Was macht er jetzt noch? Übernimmst du noch eine Weile? Du sollst nach Hause. Ja, gute Frage. Durch Regenerieren, durch Fiederfeld, bla, sowieso. Naja, lassen wir ihn einfach mal so, wie er ist. Gut, bringt jetzt nichts. Werden wir mal jetzt. Verfolgt der mir? Der scheint mir zu folgen. Oh, spannendes Ding. So, da vorne ist nochmal so eine große Patrouille. Die ignorieren wir mal. Wir gehen mal Richtung Bauhaus. Wow. Hier ist was zum Durchsuchen. Das wird aber nur wieder Benzin sein oder sowas, schätze ich mal. So viel andere Dinge werden da bestimmt nicht drin sein. Ja, Benzin. Dann haben wir hier bestimmt nochmal Benzin, wie es aussieht. Kicken wir mal rein. Und wir finden noch eine Molly. Eine Molly nehmen wir mal mit. Es ist da hinten schon die Patrouille. Ich hoffe mal, dass sie nicht auf uns aufmerksam wird. Immer schön leise machen, nicht hektisch suchen. Ja. Und wir finden Plastikplanen. Okay. Ist ja schon wieder mal was Tolles. So, dann wollen wir mal hier in das Gebäude reingehen. Da ist zumindest einer auf dem Boden. Hier hat sich das auch einer gemütlich gemacht. Schaut mal, hier so eine schöne gemütliche Ecke. Und jetzt liegt er in der Ecke. Ja, so kann das passieren, ne? So, der ist entsorgt. Da ist nichts drinne. Hier ist eine kleine Werkbank. Und da haben wir nochmal zum Durchsuchen. So, ich hoffe mal ein bisschen Baumaterial. Ah, ja. Ja, wir kommen zurück zu Basis. Hier drinnen bewegt sich noch was. Und da ist er erschöpft, der gute Herr. So kann das gehen, ne? Mal ein bisschen rennen. Schubidu. Bin ja eh in der Nähe von der Basis, also was soll passieren? So, dann packen wir das hier mal ruf. Sehr schön.
Jetzt wird da sozusagen weitergebaut. Ja. Minus 4 Stunden. Ah, okay. Das heißt also, das wird zwar weitergebaut, aber 4 Stunden länger halt. Jo. Na gut, wenn man dann mal off ist sozusagen, also das Spiel aus hat, geht das ja eh weiter. Ja? So, dann holen wir uns den zweiten Teil. Wollen wir mal sehen, dass wir da ein bisschen vorankommen, ne? Welche Bauerei, ne? Oh, das ist auch fertig. Das ist jetzt wieder die Krankenstation, wa? Jo, eindeutig Krankenstation. Hm? Schick, schick, schick. Wollen wir mal gucken, dass wir die vielleicht sogar updaten oder irgendwie so. Vielleicht geht die noch zu verbessern, so. Wa? Und mal hier schön rüber. Hm. Ist hier noch was zum Durchsuchen? Nee, irgendwie nicht, wa? Nö, nein. Gibt nicht viel her. Okay, dann jetzt wieder hier rein. Ah, hier ist noch irgendwas zum Durchsuchen. Ich bin nicht allein hier drin. Ja, da ist noch eine Leiche, genau. So, den nehmen wir mit. Und irgendwelche Fragezeichenobjekte sind hier noch. Ich habe noch nicht alles durchsucht hier. Ja? Hier wäre noch was vielleicht. Schauen wir mal. Und da drinne ist... Joa, Benzin. Baumarkt vollständig durchsucht. Okay, dann ist der jetzt hier leer. Dann geht's erstmal wieder zurück zur Heimatbasis. Und dann wollen wir mal schauen, was wir da vielleicht noch so an netten Dingen machen können. Ne? How's it going? I'm almost there. Ja, ich bin fast da. Hm? So ist das. Genau, wir gehen immer so durch die Tür. Ja, wir sind cool, wir sind schwarz. Ja. Wir müssen cool sein, das ist unser Klischee, den müssen wir erfüllen. Sonst ist halt hier unglaubwürdig, ja, muss ja nicht sein. So, gut. Schauen wir mal. Was haben wir hier noch zu bauen? Das geht doch bestimmt zu verbessern, tatsächlich. Ah, plus 10 maximal Vitalität für alle, täglich 15% Chance. So, was haben wir als nächstes? Verbessert die Vitalität, erhöht die Chance auf Erholung von Verletzungen und Krankheiten. 25 Baukits brauchen wir dafür, könnten wir uns leisten. Und wie viel Einfluss braucht das? Gar nichts, okay. Und was macht ihr dann noch? Ausgebildeter Sanitäter erforderlich. Ja, wo kriege ich denn sowas her? Medizinische Qualitätsversorgung. Joa, 30% Chance. Wäre eine Möglichkeit. Hm. Müssen wir aber erstmal warten. Ich muss mal überlegen mal. So. Was haben wir hier? Zum Gewächshaus erweitern. Da brauche ich noch ein bisschen mehr. Das heißt, dann kriege ich noch mal mehr Lebensmittel. Da oben sehen wir es auch. Da sehen wir so ein, hoppala, Setzling, sowas und noch verschiedene andere Pflanzen. Was haben wir denn hier? Wächst. Diese Pflanze werden einige Zeit brauchen, um zu wachsen. Ernten zwei tägliche Essensrationen. Warum kann ich hier nicht runterscrollen? Keine Ahnung. Da ist ein Scrollbalken, aber ich komme hier nicht hinein ins Menü irgendwie. Ja, grüner Daumen jedenfalls, wenn die richtige Person in den Garten kümmert, steigt in die Chancen auf große Ernten. Isabel Boyle scheint wohl einen grünen Daumen zu haben. Ah, hat sogar Landwirtschaftsexperte Isabel. Ja, okay, dann passt das. Dann haben wir ja schon mal jemand da Richtiges drinne. Schauen wir mal, ist denn hier jemand drinne? Kann man da was sehen, erkennen? Nö, kann man nicht. Gut. Wie ist denn hier eine Werkstatt? Kann man da noch was machen? Mhm, unmöglich. Die war ja schon vorhanden gewesen. Hier wäre eine Möglichkeit, das zu verbessern.
kostet 25. Ich denke mal, das machen wir auch so. Gesunder Schlaf ist immer sehr wichtig. Ja. Das kann man nicht verbessern. Das hier ist schon wohl Maximum. Ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal weiter um. Die haben wir jetzt mehr oder weniger leer geplündert. Dann haben wir hier noch zwei Möglichkeiten. Und wir haben einmal da noch ein Lagerhaus und dort ein Lagerhaus. Also es sind hier definitiv noch Baumöglichkeiten. Müssen wir mal schauen, welche wollen wir uns nehmen. Wir nehmen uns mal Ditty hier ran, würde ich mal sagen. Und wir sind ja noch in Begleitung, dann passt das ganz gut. Ja. Da kann man ja nicht allzu sehr meckern. So, wir machen das auf der Art und Weise wieder die Tür auf, ja, weil wir sind ja cool. Ja. Wir müssen ja so ein bisschen die Klischees hier erfüllen. Ja, geht ja sonst nicht, ja. Oh, die Moral geht ein bisschen runter. Das ist nicht so toll. Warum geht die Moral runter? Ist die Moral einmal ruiniert, gibt es sich ganz ungeniert? Das ist nicht so schön jetzt. So. So, den haben wir einmal entsorgt. Dann haben wir hier nochmal einen. Danke sehr. Und auch den haben wir jetzt entsorgt. Dann haben wir einmal einen Zombie hier. Na. Jo. So, passt. Okay. Dann haben wir wieder einen Lagerraum vor uns. Einmal mit Chipkarte. Mal gucken, wo wir hier rinkommen. Anscheinend ja. Und kurz mal umgucken. Das sieht so wieder nach waffenmäßig aus. Hoffen wir mal. Da komm ich. Hier ran. So, okay. Nochmal. Wieder an die Waffenkiste. Hallo? Hallo? Geht doch. Um den gleich so. Oh. Eine Huntsman. Klassisches Jagdgewehr mit Zielfernrohr. Nice. Nice. Ja, sowas von nice. Okay. Dann haben wir hier noch was. Schauen wir mal da rein, was wir finden. Und... ja, Munition brauchten wir auch, wa? Nehmen wir mal mit. I'm loaded up. Ja. Und irgendwas ist hier noch. Ah, da ist eine Dingens hier. Ein Regal, genau. Gucken wir mal im Regal, was wir da noch finden. Und? Ja, ein bisschen Codein, wa? Der Codein ist nicht verkehrt hier. Irgendwie höre ich hier gerade eine Menge Zombies. Hier, der hier. Das ist doch ein Zombie. So. Na. Habe ich das doch richtig mitbekommen. Aha, da vorne tigert schon wieder ein Zombie an unserer Basis herum. Und den wollen wir natürlich auch mal hier gleich entsorgen. Da kann ja nicht sein, dass wir den hier irgendwie so... stehen lassen. Wäre ja eine grauenhafte Sache hier. So. Ja, oder so. Irgendwie die Türen öffnen, aber nicht mehr auf normalen Wege. Na, oder doch mal. Oh je. So, was haben wir denn hier? Der Codein weg, der Moon weg. Ja, und einmal das... Oh, ist das wieder leichter geworden. Ha, so muss das sein. So, die Moral ist wieder ein bisschen höher geworden. Das ist sehr schön. Genau, und dann wollen wir mal kurz auf die Karte gucken. So, wir haben einmal Dales durchstöbert. Das heißt, das nächste Lagerhaus wird dieses hier sein. Schauen wir uns das mal an. Vielleicht finden wir ja was richtig Tolles da. Hm?
Zumindest finden wir schon mal wieder Zombies. So. Den haben wir schon mal entsorgt. Und den haben wir direkt entsorgt. Das ist schon mal sehr schön. Und dann gehen wir mal da lang. Das da hinten sieht da auch irgendwie nach Lagerhäuser aus. Also das da, hä? Hä? Sind das Lagerhäuser oder nicht? Oder täusche ich mir da, hä? Also ich würde das als Lagerhäuser deklarieren. So theoretisch. Irgendwo ist ja so ein super Zombie. Keine Ahnung wo. Jetzt lassen wir uns die mal hier rüberkommen. Hallöchen, junge Dame. So. Das war ein ganz kurzes Date. Ja, die liegt auf dem Boden. Den lassen wir da mal liegen. Wir müssen uns nicht um alle Zombies kümmern, ne? Müssen wir nicht. Nee, nee. Wir können, aber wir müssen nicht. Ist das Schöne bei so einem Open-World-Game, ne? So, erstmal hier einen kurzen Überblick verschaffen. Aha, da hat jemand Hunger gehabt, hat nur noch die Knochen liegen lassen. So, hier ist nichts, der sieht auch sehr tot aus. Dann schauen wir uns mal das gute Stück hier an. Er sieht so nach einer sehr guten Werkzeugkiste aus. Und da drinnen befindet sich ein Nagelzieher, ein Bleirohr. Okay. Oh, Satellitenschüsseln. Hallöchen. Von welcher Firma sind die? Von Zipcom. Ja, Zipcom. Keine Ahnung, ob das eine gute Firma ist oder ob die es überhaupt wirklich gibt. Keine Ahnung. Oder ob das jetzt einfach mal die blanke Fantasie ist von irgendwelchen Leuten, die mal was dachten, dass sie mal ein tolles Label rausbringen sollten. Genau. Gut, dann haben wir hier nochmal eine Küchenzeile. Küchenzeile im Lagerhaus, ja. Aber Kaffeemaschine. Ja. Oh, Lebensmittel. Lassen wir erstmal liegen. Ist ja nicht so, dass wir keine Lebensmittel hätten. Oh, hier ist nochmal eine Kiste. Ich hoffe, dass da Baumaterial drin ist. Bitte, bitte, lass da Baumaterial drin sein. Oh ja. Und nicht nur das, sondern nochmal sowas, sowas. Sehr schön. Und jetzt bin ich gerade was am Überlegen. Genau, wir könnten hier mal eine Dingens einbauen. Ich muss mal gucken, wie das funktioniert. Außenposten einrichten. Ja, 50. Machen wir mal. Okay, wieso geht das nicht? Du musst einen Ort vollständig durchsuchen, um eher einen Außenposten. Wieso? Was fehlt denn hier noch? Irgendwann noch zum Durchsuchen. Tja, irgendwas soll hier noch zu durchsuchen sein. Ach, da. Da haben wir noch was. Und? Oh. Ich kann jetzt mal mitschleppen. Kleiner Rucksack. Ich hatte mal einen großen Rucksack gefunden. Ich hoffe, dass ich echt nochmal große Rucksäcke finde. Gut, dann machen wir jetzt einen Außenposten. Jetzt müsste das doch gehen. Hallo? Also, Außenposten einrichten. Klick. Gut, Außenposten ist eingerichtet. Beziehungsweise wird eingerichtet. Und dann haben wir hier so einen roten Kreis drum wie da. Ich schätze mal, dass das dann so eine Art Safe Zone ist. Und wenn hier was vorbeitingeln will oder so, dann haben wir dann definitiv die Möglichkeit, die Viecher da loszuwehren. Und ich denke mal, das Ding sollten wir auch als Außenposten machen. Dann haben wir nämlich die Straße sicher und diese Straße sicher. Und von hier haben wir dann diese Straße sicher und diese Straße sicher. Und dann machen wir vielleicht, glaube ich, hier nochmal einen Außenposten oder da. Und dann haben wir nochmal die Straße sicher, wenn das hier über die Brücke geht. Wäre eine Möglichkeit. Müssen wir mal gucken. So, jetzt geht's jetzt erstmal raus. Und irgendwas war da draußen gewesen an irgendwelche Viechereien. Keine Ahnung. Anscheinend doch nicht.
Wir könnten uns natürlich ein Auto schnappen. Was haben wir denn da für ein Auto? Naja, ein Auto. Ist jetzt nicht so das Überauto und. Ja. Putt, putt, kleiner Zombie. Der hat aber auch komische Bewegungsmuster. So, den haben wir. So, einmal entsorgt, einmal hier bitte ein Gesnack gegessen, okay. Wollte ich jetzt zwar nicht, aber ja. Da war der Finger schneller als die Diät, ja? Hoppala. Hey, der fährt ja richtig gemütlich. Ja, das macht er. Zombies direkt hinter mir, ja. Joa. Hoppala. Ah. Ne. So. Genau, so passt das. Schön eingeparkt. Mal kurz mal die Stoßstange gestößelt und schon hier zwei da. So, jetzt sollten wir richtig viel Einfluss bekommen, unsere Grütze, ne? Das muss jetzt sozusagen in der Kasse knallen. Und ich sehe gerade, wir haben hier richtig überzogen. Das ist ja so wie bei Minecraft mittlerweile, liebe Leute. Das geht ja gar nicht, ne? 2 Kilo, 1,5. Machen wir mal das hier weg. Und dann würde ich mal sagen, wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder. Könnt ihr mal unten mal ein bisschen was Nettes in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns ja morgen wieder, wenn ihr wollt. Und Cheerio, ciao, ciao und bye bye.